Hey Snapper. Lalala. Elendes Drecksvieh. Ja, in der Tat. Geht weiter, mein Freund. Geht weiter. Nochmal speichern. Eine Spellschneicherung, ne? So, haben wir das da vorne denn schon? Ist das denn schon? Nee, ist nicht, ne? Das sind bloß irgendwelche verkackten Drecksbaracken hier, okay. Also ich muss ja sagen, ich spiele jetzt gerade hier so am frühen Nachmittag und die Sonne ist doch schon so ein bisschen störend gerade. Weil, also ich sitze hier direkt vor meinem schönen Fenster, wo ich immer sitze, bei mir in der Stube. Und ich habe Südseite vom Fenster her. Also kann man sich vorstellen, dass die Sonne, naja, nicht ganz unstörend Halleluja ist. What the fuck? Halt! What? Gut gemacht! Alter, was zum Henker? Das ist ja nicht euer Ernst. Hilfe! Zu Hilf! Zu Hilf! Hilfe! Ich will nicht sterben. Oh Gott! Nein! Hilfe! Es hat nicht funktioniert. Scheiße. Na, das war ja mal ganz großes Kino, Freunde. Ganz großes Kino. Superb. Was ist denn das für ein Rotz? Da kommen 5, 6 Wölfe auf einmal an. Wie soll man die denn schaffen? Ja, und vor allen Dingen, wie mache ich das jetzt? Scheiße. Ach ja, das stellt mich schon irgendwie vor gewisse Probleme, muss ich mal so zugeben. Ich muss dann aber auch dran denken, wenn wir nach Okara kommen, dass ich die Rebellenrüstung ausziehen muss. Quatsch, die Orksöldnerrüstung. Shit, ey, wie mache ich das denn? Das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Schlecht. Bleib mal stehen, Rufus, bleib mal stehen. Wo haben wir die denn? Haben wir hier... Ach, hier ist auch schon was. Sieht er mich, der Scavenger? Snapper? Ach ne, die kämpfen gegeneinander. Na gut, dann. So, bleib stehen, Rufus. Bleib stehen. Komm zu Papa. Nein, Rufus! Nein! So ist natürlich... Oh, das ist ja spitze. Ja, genau. Der beschäftigt sich noch mit dem kleinen Scavenger. 1A. So, na, Rufus, bleibst du stehen. Alter. So. Ah, ich habe gar nichts zum Fälle abnehmen, fällt mir gerade so auf. So, speichern. Speichern, ganz wichtig, wir speichern. Haben wir schon mal 3 geschafft von 5 oder 6. Das ist doch schon mal ganz gut. Das sind ganz gute Voraussetzungen, um hier durchaus voranzukommen. Die sehen es gar nicht. Ich kämpfe trotzdem mal gegen die. Ich habe ja gespeichert. Da die es gar nicht sehen, wenn ich es nicht schaffe, kann ich die einfach liegen lassen. Pam, in die Fresse. So, schön. Schön den Berg hochkämpfen, das ist gut. Ach, das geht ja ohne Probleme. Ich bin ja begeistert. Ja, ich auch. Haben wir schon mal was gemeinsam. Hey, wir sind seelenverwandt. So. Ja, ging sogar ohne großartigen Lebensverlust. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Tja, wenn man das vorher weiß, dass da so viele Viecher kommen, kann man auch entsprechend handeln, ne? Leider, im richtigen Leben kann man nicht nochmal laden und weiß dann Bescheid, wann irgendwelche Viecher kommen. Ach nee! Ist ja nicht euer Ernst! Alter! Was ist denn hier los? Ja... Oh, du... Ist denn das... Oh, du blödes Vieh! Bleib stehen!
Ja toll, jetzt kämpft wieder alles gegen mich. Ist klar. Was ist denn das hier? Das ist ja unnormal. Kann dieser blöde Wolf jetzt endlich mal... Na endlich. Das war's für dich. Boah! Ist ja nicht zu fassen. Was waren das? 6 Wölfe oder so? Spitze. Wie sieht's eigentlich mit Rufus aus? Der rennt mir ja hier die ganze Zeit weg. Ich würde eigentlich ganz gerne mal schauen, wie es mit seinem Leben hier so steht. So, erstmal gespeichert, das ist wichtig. Eine Zauberwurzel. Lalalala. So, die Wölfe nehme ich aber noch aus, ne? So rein aus Prinzip schon. So viel Zeit muss es schon sein. Und hier muss ich sagen, war jetzt auch sehr günstig der Effekt, dass man mit einem Schlag mehrere Gegner gleichzeitig angreifen kann. Ansonsten hätte ich jetzt ziemlich alt ausgesehen gegen die ganzen Wölfe hier. Bleib mal stehen, Rufus. Ich würde gerne schauen, wie es um dein Leben steht. Und renn bitte nicht wieder in die nächste ins nächste Wolfsrudel rein. Das wäre sehr geil. Ich hab's nämlich so ein bisschen satt. Ach, das sieht ja sehr gut aus. Zu schwer. Schade. Du kannst ja mal probieren. Wie weit ist es noch? Sind wir bald da? Mir ist langweilig. Kennt ihr das? Das habe ich früher immer sehr gerne mit meinem Bruder zusammen gemacht. Als wir noch jung genug waren, um beide zusammen in den Urlaub zu fahren. Ach, hier ist Okara. Okay, ich zieh mal schnell die Orksöldnerrüstung aus. Da haben wir das immer gemacht, wenn wir im Auto dann gesessen haben und dann nach Kroatien gefahren sind oder so. Wenn man stundenlang unterwegs war, tagelang, dann ging es immer... Wie weit ist es noch? Sind wir schon da? Da haben sich meine Eltern sehr drüber gefreut. Innos sei Dank, wir haben es geschafft. Ja! Entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Danke ist gut. Belohnung ist besser. Heißabschneider. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Das ist Okara. Ja, das ist es. Ja, ist klar. 15 Gold, super. Ein Reichtum ohnegleichen. Da unten ist Okara. Hier oben kommen wir natürlich nicht weiter über das Netz, sondern wir müssen ja von zum Eingang gehen. Haben wir es geschafft, das ist schön. Aber was für einen Ruf wir schon bei den Rebellen haben, ist unglaublich. Dabei wollen wir uns eigentlich auf Orksöldner Seite schlagen, ne? So, lasst ihr mich rein? Ja, sehr schön. Noch nicht mal irgendwelche warnenden Worte oder so. Die lassen alles rein. Ist hier ein geheimes Untergrundversteck der Rebellen. Aber hey, man kann noch mal Gäste vorbeilassen. Gibt's ja auch irgendwelche mit Namen? Rebell, 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 Rebell. Hier drüben ist noch einer. Rebell, na super. Hey, Innos. Lass mich raten, Rebell. Ach, Überraschung. Der ist bestimmt keiner, oder? Mann, ich, sehr gut, endlich mal jemand mit Namen. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Peace, Bruder. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Supi. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Ich brauche Waffen. Ha, du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Ha, die größte Schmiede, super. Die sieht richtig unglaublich gut ausstaffiert aus hier. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ich besorge euch neue Männer. Freie Männer bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bringen sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ja, mal schauen, ne? Ich würde jetzt erstmal spontan sagen, nein. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Super. Zeig mir deine Waffen. Schauen wir mal, was der Kerl so hat. Vielleicht hat er ja sogar irgendwas, was wir noch gebrauchen könnten. Bastardschwert, Klingenschaden 80. Klingt gar nicht so schlecht. Langschwert hatten wir, glaube ich, auch mal getragen. Bastardschwert, Schaden 80... Was tragen wir denn? Wir haben
Ja, es ist nicht hiermit aufgeführt. Das Schwert von Dingens da. Vom Paladin. Ne? Genau, Wenzel. Klingenschaden 70 gesegnet plus 10. Ich glaube, da kommen wir besser, wenn wir das Bastardschwert uns holen. Zeig mir deine Waffe. Ja, ja, bla. Ach, oder? Oh Gott, 16.000. Nee, komm, das ist mir. Nee, kannst du vergessen. Aber ich verkaufe mal den alten Ranzkram. Was haben wir noch? Das lassen wir mal da. Und der Rest kann alles weg soweit. Achso, ich muss schauen, dass ich nicht hier... Ah, ich bin schon drüber über die Grenze. Dann müssen wir halt wieder was verkaufen, ne? Wieder was nehmen, was wir hier mit drauf gesetzt haben. So? Ja, sehr gut. Goldausgleich, tauschen, wunderbar. Zweihänder, Langschwert. Hatte ich nicht mal irgendein Rezept gekauft zum Schmieden? Mir war so. Schauen wir mal, wo sind hier mit aufgeführt? Ach, die sind glaube ich gar nicht hier mit, ne? Ach, hier war das irgendwie. Echtens Goldliste, da hatten wir eigentlich noch gar nicht drauf geguckt, glaube ich, oder? Ah ja, egal. Heiltrank, hier, Schmiedebaupläne, Rubinklinge. Ach Gott, Klingenschaden plus, Klingenschaden 75, das ist ja jetzt auch nicht so der Hammer. Was brauchen wir da? Licht, Münze, Erzrohling, ach Gott, ein Erzrohling, na klar doch, kannst du vergessen. Gut, war ein sinnloser Kauf. Egal. War das jetzt hier jemand mit Namen? Nö, also weiter runter ins Loch rein. Ich finde ja auch sehr interessant, wie es hier aussieht bei Götterdämmerung. Da ist hier nämlich keiner mehr, außer einem einzigen. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Vielleicht wage ich mich ja da sogar ran, dann... Nein, ich glaube nicht, oder? Will ich mir das wirklich antun? Das grenzt schon an Masochismus, wenn man das macht. Ja, noch ein bisschen mehr Gehacke. Gut. Rebel. Haben wir ja auch mal jemanden? Ne, ich glaube ja mal nix. Rebel, Rebel, Rebel. Womitten? Womitten? Aha. Oder gibt's hier... Nee. Irgendwo muss es ja hier auch eine... Womitten? Einen Teleportstein geben, ne? Nachdem müssen wir auch noch mit Ausschau halten. Ich renne mal ein bisschen. Lalalala. Damit wir uns ja jederzeit hin teleportieren können. Den würde ich mitnehmen, ansonsten würde ich eher darauf verzichten, wenn gerade jemand zuschaut, dass ich hier das Zeug klaue und so, ne? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Freundlich wie immer, die Herren. Gucken wir mal, ob es was zu lesen gibt, was Schönes. Hier steht was über Alchemie. Suppi! Gut, sind wir schon bei Alchemie 18, das ist ja, eigentlich nichts. Okay. Das ist ein bisschen verschachtelter hier. Müssen wir mal schauen, dass wir hier niemanden auslassen. Ich glaube, hier gibt es zwei Leute, mit denen wir quatschen können. Einmal den Roland, den Chef. Und dann würde ich denken, gab es ja auch noch einen Feuermagier irgendwie. Warum weckst du mich? Ach, hey, Sean. Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Ach, mal wieder so ein Hehler, ist ja auch schön. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Hey, Robin Hood für Arme. Verstehe, du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Am wertvollsten scheinen die göttlichen Artefakte zu sein. Der letzte Spähtrupp aus Montera soll eines dieser Dinger gefunden haben. Ja, das ist ja... Habt ihr irgendwelche Infos darüber? Es wäre ja geil, wenn man hier was drüber erfahren würde. Ach ja, genau, hier unten. Wo ist dieses göttliche Artefakt jetzt? Wo ist dieses göttliche Artefakt jetzt? Roland hat einen Spähtrupp nach Gotha entsandt. Die hatten es dabei. Der Anführer der Truppe meinte, es würde ihnen im Kampf helfen. Frag Roland. Er kann dir mehr darüber sagen. Okay, dann weiß ich, wo wir das göttliche Artefakt finden. Das ist für uns jetzt erstmal unerreichbar. Na super, das sind Helden. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Angeblich haben sie in Geldern sogar den Helm des ersten Paladins. Müssen wir später mal vorbeischauen. Vielleicht können wir den auch klauen dort. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wo der rumliegt, wie man den kriegen kann. Ich kann mir aber vorstellen, sobald man den geklaut hat, ist man nicht mehr so gut dort, oder sind die nicht mehr so gut auf einen zu sprechen dort in Geldern. Und dort ist die Hauptstadt der Schamanen.
Mit denen sollte man sich nicht unbedingt anlegen. Das ist, glaube ich, auch die am härtesten zu befreiende Stadt gewesen von allen Orkstädten, weil dort halt überdurchschnittlich viele Schamanen rumspringen. Und wenn man gegen tausende Magier kämpfen muss, als Nahkämpfer, ist das nicht so schön.